So, dividieren, noch größere Zahlen. Also 324, 324 gebe ich einfach 3, 2, 4. Dann geteilt durch 4. Dann hier 0, 3, gibt es keine 4. Dann denke ich so, in 32 gibt es ist 8 mal 4, dann 8 mal 4, hier gebe ich 8 ein und 8 mal 4 ist 32, 32 weg. So, ein Stück weiter, 04, in 4 gibt es natürlich einmal 4 ist 4, so. 81 ist das Ergebnis. So, 375, 3, 7, 5, 375, 375, geteilt durch 5 in 3, 0, 3. Gibt es keine 5, dann mache ich so. In 37 gibt es 7 mal 5. 7 mal 5 ist 35, dann minus 35, dann hier 25. In 25 gibt es 5 mal 5. 5 mal 5 ist 25. Dann 25 weg. Hier ist das Answer, Ergebnis. 75, 75. Und wir müssen immer auf 0 beachten. So, 405. 400 geteilt durch 5. In 404 gibt es kein 5, dann 40. In 40 gibt es 8 mal 5. 8. 8 mal 5 ist 40. 4, 0. Und ich mache nur bis zum hier. So, hier gibt es einmal 0 übrig. So, das Ergebnis ist 8, 0. Nicht 8, sondern 8, 0. Also 80. 80. Mache ich nochmal. 400. Hier nicht. Hier. 8 mal 5 und 40 weg. Hier gibt es einmal 0 übrig. Also. Ich gebe hier 8 rein und minus 40 gemacht. Und hier ist übrig. So, 8, 0. Ergebnis 80.